besseres Leben für Menschen mit Demenz. Das hat sich der Burgenlandkreis im Rahmen des Bundesprojektes Lokale Allianz für Menschen mit Demenz zur Aufgabe gemacht. Ziel ist es vor allem, die Lebenssituation der Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen vor Ort zu verbessern und die Gesellschaft für die Situation der Betroffenen zu sensibilisieren. Demenz ist leider immer noch ein Tabuthema. Erkrankte werden meist von ihren Angehörigen im eigenen Zuhause betreut. Aus Scham und Angst vor Zurückweisung ziehen sich betroffene Familien oft in die eigenen vier Wände zurück. Die vielen alltäglichen Herausforderungen und Schwierigkeiten versuchen sie, aus eigener Kraft zu meistern. Die Verunsicherung und das Zurückziehen von Freunden, Nachbarn und der Gesellschaft unterstützen diese Vereinsamung. Über 500 lokale Allianzen sind bereits entstanden, um die Teilhabe auch für Menschen mit Demenz zu ermöglichen. In gemeinsamer Verantwortung der lokalen Bündnisse soll so auch die Hilfe und Pflege individuell abgestimmt werden. Demenzerkrankte und ihre Angehörigen gehören in die Mitte der Gesellschaft. Die lokalen Allianzen sind ein wichtiger Schritt für ein besseres Verständnis und ein besseres Leben mit Demenz, ein Leben miteinander. Mit Frau Pfarrerin Gabriele Sander hat die lokale Allianz für Menschen mit Demenz im Burgenlandkreis das Glück, eine speziell für Altersseelsorge und Demenz ausgebildete Theologin an ihrer Seite zu haben. Zweimal im Jahr, um die Weihnachts- und die Osterzeit, sind wir hier zusammen mit Menschen aus den Altenheimen und feiern hier Vergissmeinnicht-Gottesdienste. Das ist für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, für ihre Angehörigen. Ja, und die Erinnerungen spielen bei diesen Menschen eine ganz wichtige Rolle. Mit Bibeltexten, mit Liedern, mit wunderbarer Orgelmusik können sie sich an ihr Leben erinnern. Und auch, als sie in den Kirchen waren, oft dürfen wir auch das Glockengeläut, was sie vorhin gehört haben, mit einbeziehen. Uns ist es ganz wichtig, dass diese Menschen merken, sie sind nicht verloren, nein, sie gehören in unsere Gemeinschaft hinein, sie sind etwas wert. Gott sagt, jeder Mensch ist ein Original. Wir wollen diese Menschen wertschätzen, ihnen Würde verleihen und ihnen zeigen, wie schön das ist, in diesen Gottesdiensten hier miteinander Gemeinschaft zu halten. Ihr gelingt es, während der Gottesdienste eine Atmosphäre unbedingter Wertschätzung und Achtung zu schaffen, Vertrautheit und Geborgenheit zu vermitteln. Demenzerkrankte und auch die sie begleitenden Angehörige kommen zur Ruhe. Die lokale Allianz für Menschen mit Demenz organisiert im Burgenlandkreis eine Reihe von Veranstaltungen für Menschen mit Demenz, deren Angehörige, aber auch für Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen. Mit Vorträgen, Gottesdiensten, Herbstfeiern, Sommerfesten, Frühlingsfesten, Konzerten haben wir gemeinsam mit der Marion Geisler und der Allianz und allen Beteiligten in der Vergangenheit viele schöne Feste auf die Beine gestellt und uns, also gesagt, wir hier vom August-Weinstein-Haus, von der AWO, uns ist ganz fest dran gelegen, dass das Thema Demenz oder auch Demenzerkrankungen mehr ins Quartier getragen wird, um ganz einfach die Lebensqualität von den Senioren zu verbessern. In Bad Kösen hat die Leiterin der Diakonie-Sozialstation Birgit Jacobi einen Angehörigen-Stammtisch ins Leben gerufen. Stammtisch für Demenz findet seit letztem Jahr Oktober 2020 statt, immer den letzten Donnerstag im Monat, zwischen 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Mir ist wichtig, dass die Angehörigen von den Demenzerkrankten die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, weil teilweise ist es so, dass sie ja gar nicht wissen, wo sie die Hilfe herbekommen, beziehungsweise die Unterstützung herbekommen. Die Angehörigen der Demenzerkrankten können Tipps und Hilfestellungen den anderen Betroffenen mitgeben, um einfach zu zeigen, was ist denn mit einer Demenzerkrankung grundsätzlich noch möglich? Wo bekomme ich denn die Hilfen her? Und das ist mir eben ganz wichtig, dass wir in diesem Netzwerk schauen können, was kann ich jetzt anbieten, was kann eben andere Kollegen anbieten, sodass sie sich halt nicht alleine gelassen fühlen. Mit Helfern wie Frau Sander, Frau Jacobi und Herrn Brettschneider hat die lokale Allianz für Menschen mit Demenz im Burgenlandkreis wichtige fach- und sachkundige Partner in ihrer Mitte.
gemeinsam für ein Miteinander.